Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play mit Lumi. Wir haben sie platt gemacht, die Ägypter. Da ist übrig geblieben ihre Hauptstadt Athen, die jetzt zum Babylonischen Reich gehört. Und dann haben wir noch platt gemacht hier die... Moment. Die Hauptstadt der Ägypter war natürlich Theben und die Hauptstadt der Griechen war Athen. Also Griechen platt gemacht, aber Ägypter haben wir auch platt gemacht. Die Hauptstadt gibt es nicht mehr, da gründen wir einfach eine neue Stadt hier in der Nähe, aber sie haben schon ein bisschen was für uns besiedelt und Memphis ist übrig geblieben. Dann schauen wir mal hier ganz kurz, was wir gerade erfinden. Wir erfinden Physik, das ist wunderbar, kann so bleiben und unser Ziel war es ja hier in Ninive ein schönes Segelschiffchen zu bauen, was noch zwei Runden dauert und dann mit dem Streitwagen, der hier schon wartet und diesem Siedler, der hier auch gleich fertig ist, mal uns auf den Weg zu machen, neue Welten zu erkunden. Dieser Siedler bewegt sich hier mal zu dem Berg, um da ein bisschen eine Mine zu bauen und die Ressource der Stadt dort zu steigern. Und mit dem Siedler, wenn ich mich recht erinnere, wollten wir hier noch irgendwo eine Stadt bauen. Und ich vergesse immer wieder, wo es sein sollte. Ich glaube, hier. Oder hier? Ich glaube, hier. Dann haben wir dieses Grasland mit Produktion. Und wir haben den Fisch. Und wir haben dieses Dingens hier. Was wir jetzt schon ein bisschen besiedelt haben. Also ein nach dort und ein nach rechts. Immer schön das Straßennetz weiterbauen. Sumer möchte da oben gerne noch ein bisschen Bewässerung haben. Das soll dann auch so sein. Und mit ihm wollten wir jetzt hier doch eine Stadt bauen, wo die Phalanx ist. Also machen wir das mal. Unser Segelschiffchen ist fertig. Zack. Der Streitwagen ist automatisch schon drauf. Und ich würde sagen, der Siedler braucht hier wohl noch ein bisschen. Also gucken wir schon mal. Oh, französische Zivilisation von den Chinesen zerstört. Heieieiei, also da geht's ab. Da geht's wirklich ab und wir hocken hier auf unserer Insel. Alle Konkurrenten hier schon ausgeschaltet. Griechen weg, Ägypter weg, jetzt ganz alleine. Das kann nicht so bleiben, meine lieben Freunde. Oh, das sieht schon ein bisschen hier mit Stein- und Holzhütten. Naja, wir sind ja auch schon 40 nach Christi. Und mehr. Noch mehr. Okay, jetzt müssen wir hier schon, kriegen wir schon zwei Blätter angezeigt. Schöne Sache. Ja. Phalanx, das dauert ja alles so lange. Ist ja furchtbar. Ja. Standard. Hier wäre ein bisschen Produktion, aber auch nicht so richtig befriedigend. Naja. Was soll's. Dafür kann er ja mal ein bisschen für Produktion sorgen. Aschur. Eine Bibliothek. Ja. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Und möge die Macht mit uns sein, hier auch in diesem Spiel. Bibliothek, als nächstes Marktplatz, denn wir müssen unsere Finanzen hier ein bisschen im Blick behalten. Jetzt haben wir 65 und dann einmal gucken, wie es nächste Runde aussieht. Der Siedler hier, der ist da immer noch am Bewässern. Mann, mach fertig, du sollst eine neue Stadt gründen. Jetzt hat es mal geklappt mit der Symmetrie. Ich stehe auf Symmetrie. Nennt es zwanghaft, aber es ist so. Ich möchte einen gleichmäßigen Palastausbau haben. Es wird gesiedelt, es wird Straßen gebaut und der ist da immer noch nicht fertig. Mann. Dann gehen wir halt, fahren wir schon mal ein bisschen weiter. So, ich habe mir gemerkt, wo die Stadt hin soll, nämlich nach da. Deutsche Zivilisation von Barbaren zerstört. Huiuiui.
Bye bye Deutschland, würde ich sagen. Aber da seht ihr, die Barbaren, die sind nicht so ohne. Also die können einen auch wirklich mal überraschen und wirklich nervig sein. So, Stadt gebaut, deswegen hier gleich mal eine Phalanx bauen. Und hoffen, dass bis da nichts passiert. Und kein Barbar auftaucht. Eine andere Zivilisation vermute ich jetzt eher nicht. Zoom baut einen Marktplatz. Das ist aber schön. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier doch mal Karawanen. Das hat ja ganz gut geklappt mit der Wunderunterstützung. Und ich glaube, Babylon, jawohl, baut noch die Johann Sebastian Bach-Kathedrale, die noch 10 Runden braucht. Oh, 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 brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Noch ein Schiff. Ja, Schiffe sind gut. Und dann ruhig hier auch mal einen Marktplatz. Aber ihr seht hier 74 Gold. Also im Moment steigen wir. Das ist okay. Unruhen gibt es auch keine. Also wir können hier die Luxusrate, sage ich mal, bei 0% lassen. 40% haben wir jetzt, glaube ich, Steuern und 60% Wissenschaft. Genau, 40% Steuern, 60% Wissenschaft und die Luxusrate ist bei 0%. Das ist okay. Der ist immer noch nicht fertig. Vielleicht bauen wir einfach noch ein Schiff. Obwohl, erstmal noch irgendeine Einheit bauen, die da mitfahren kann mit dem Schiff. Nochmal so ein Streitwagen. Aber wir warten nicht so lange, bis der Streitwagen fertig ist. Wir gehen hier schon mal gucken. Und da haben wir doch schon mal was. Na wunderbar. Also, lieber Streitwagen, bitte aussteigen und einmal gucken. Hallo? Ja, bitte. Och, hier gleich in der Nähe. Und der Siedler scheint da auch fertig zu sein. Ich stehe auf Symmetrie. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Jawohl, das erfreut mein Herz. Symmetrische Formen. Jeder hat so seinen Tick und ich habe den meinen. Der Siedler ist fertig. War der das, der da mitfahren sollte? Nein, das war der da unten. Ninive baut hier noch einen Streitwagen. Ja, das ist okay. Und dann... Ach komm, dann bewässern wir hier nochmal, bis der da zurück ist. Das scheint mir hier aber eine etwas größere Nummer zu sein. Ein größerer Kontinent. Vielleicht werden wir da fündig und finden den einen oder anderen, den es lohnt noch sich näher anzuschauen. Wer ist denn mal hier noch mit einer Stadt? Ich glaube gar nicht schlecht. Also machen wir das. Memphis baut einen Marktplatz. Ja, das ist gut. Wunderbar. Und so langsam sollten wir mal dran denken, vielleicht auch hier so einen Tempel zu bauen. Weil irgendwann fangen die Leute an, nämlich zu rumoren. Und Korruption gibt es auch, wenn die Städte wachsen. Aber auch ein Aquädukt ist schön. Aha, eine Stadt ohne Aquädukt kann nicht mehr als 10 von diesen People da oben haben. Brauchen wir hier noch nicht. Tempel kostet natürlich auch Geld. Oder einfach nochmal eine Karawane im Zweifel. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Ilippi baut auch einen Marktplatz. Ja, so langsam werden dann hier die Goldeinnahmen auch zunehmen. Das ist gut. Und Ilippi baut dann auch nochmal eine Karawane. Mit ihm bereiten wir hier schon mal Stadt vor. Oh, können wir gar nicht bewässern. Dann eben nicht. So, wer ist jetzt näher hier an Ninive? Ich glaube, er geht hier noch ein bisschen die Insel umrunden. Und mit ihm gehen wir zurück nach Ninive und holen uns hier mal den Siedler. Und dann bauen wir mal eine Stadt.
schön weiter siedeln, wunderbar. So. Komm schon, schön mich ausbreiten, expandieren, während wir hier Physik entdecken. Liebe Freunde, Physik ist wichtig. Ja, das ist schön. So, Mathematik, Navigation und das bringt uns hier mal weiter. Dampfmaschine. Ich bin ja ein Freund der Medizin, deswegen entwickle ich jetzt mal Schwarzpulver. Nein, Schwarzpulver bringt, glaube ich, ein paar Verteidigungseinheiten. Musketiere. Und Musketiere sind gar nicht so verkehrt. Von daher machen wir das erstmal. Und ja, Verteidigung ist wichtig. Gerade wenn wir jetzt vielleicht doch noch auf die ein oder andere Zivilisation hier treffen sollten, dann wäre das schon nicht schlecht, wenn wir da ein paar Verteidigungseinheiten haben. Athen baut eine Bibliothek. Naja, entwickelt sich auch so langsam. Das ist gut. Kornspeicher haben wir schon. Sieht man hier an diesem lustigen Strich. Dann bauen wir hier doch auch mal einen Marktplatz. Ja, der Städteausbau, Aufbau, der wiederholt sich dann immer. Marktplatz, Bibliothek und vor allen Dingen auch Kornkammer. Das sind so die Standardeinrichtungen. Und Tempel dann später auch. Aber vorerst mal bei Karawanen bleiben wir mal. Hier jetzt bewässern, damit das Feld daneben dann auch bewässert werden kann. Ja, wunderbar, der Siedler ist auch gerade fertig geworden. Das passt sich doch. Ich möchte den jetzt haben. Funktioniert nicht. Dann einmal hier hin. Jetzt funktioniert's. Zack, drauf aufs Schiff. Und neue Welten erkunden. Da hätten wir den Streitwagen gleich mitnehmen können. Egal, dann bauen wir jetzt hier auch mal einen Marktplatz und der Streitwagen bewacht die Stadt Ninive. Kann man immer mal gebrauchen, wenn mal so eine barbarische Horde auftaucht. Wie es aussieht, ist das hier auch eine unbewohnte Insel. Mal schauen. Ach, unsere Leute sind so glücklich. Die wollen uns einfach unser Palast ausbauen. Und das nehmen wir doch dankend an. Geht's links ein bisschen weiter. Suma baut Karawane. Und baut dann auch mal ein... noch eine Karawane. Nee, einen Diplomaten brauchen wir erstmal nicht. Ich würde sagen, noch eine Karawane. Mit ihm können wir schon mal hier so unverbindlich gucken. Wie wäre es denn hier? Oh. Oh oh. Ein Dorf. Das könnten Barbaren sein. Tja. Hier wäre eigentlich auch nicht schlecht. Noch ein Dorf. So, jetzt haben wir hier schöne Mine bei der Kohle. Und was bringt das so an Ressourcen? 4 Stück. Ja, dann ist das doch hier mal nicht... Ach nee, dann gibt es kein Städtewachstum mehr. Also doch nicht so toll. Wie konnte der seine Hauptstadt auch an so einen Ort bauen? So, Karawane ist fertig. Die können wir hier schon mal in der Nähe von Babylon platzieren. Aber die Johann Sebastian Bach Kathedrale ist sowieso nächste Runde fertig. Ist sie immer noch nächste Runde fertig? Jawohl. Das heißt, wir gehen schon mal so in die Richtung von Babylon. Jawohl, die Johann Sebastian Bach Kathedrale ist fertig. Und dann bauen wir mal Magellans Entdeckungsreise. Was bringt denn das Schönes? Kann man ein bisschen ein Feld weiter pro Runde mit so einem Schiff. Kopernikus-Sternwarte.
verdoppelt die Wissensproduktion in der Stadt. Die große Mauer. Andere Zivilisationen werden uns immer Frieden anbieten. Allerdings läuft das Wunder aus, wenn Gunpowder, Schießpulver erfunden ist. Und das machen wir demnächst. Das brauchen wir also nicht. Und was ist mit den Pyramiden? Bis zur Erfindung des Kommunismus kann man die Regierung wechseln ohne Anarchie. Wenn man nämlich eine Revolution macht und die Regierung wechselt, dann gibt es immer Anarchie zwischendurch, dann produziert man nichts, die Leute sind unglücklich, das ist nix. Also von daher würde ich sagen, bis zur Erfindung des Kommunismus haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Also werden wir jetzt einfach mal hier Pyramiden bauen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und wenn wir die fertig haben und bis dahin uns nicht im Krieg mit irgendwelchen Völkern befinden, dann werden wir mal zur Demokratie wechseln. So, hier in der Nähe von so einem Dorf, das ist mir nichts. Mit dem Streitwagen hier nochmal gucken. Ja, hier hätten wir natürlich ein bisschen Fisch. Fisch ist immer gar nicht schlecht. Bisschen Fisch und das Feld wäre nicht schlecht. Ach nee, da unten ist schöner. So, Uruk baut einen Marktplatz. Und, ja. Marktplatz, Bibliothek, Kornspeicher. Und als nächstes vielleicht doch auch hier nochmal Karawane. Auch wenn es ein Weilchen dauert. Wie lange dauert jetzt die Karawane? 25 Runden. Dafür wächst die Stadt ein bisschen schneller. Memphis baut eine Karawane. Und wie ich gerade sehe, Memphis hat noch gar keinen Siedler. Mit dem haben wir eine Stadt gebaut. Memphis kann nochmal einen Siedler bauen. Bisschen hier noch die Gegend kultivieren. Noch ein Marktplatz. Ja, bei dem bringt es noch nicht viel. Ashur hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Handelspunkte. Im Prinzip nur ein. Und ein hier, also zwei Stück. Das heißt, davon ist einer Gold, einer Bibliothek. Ob da der Marktplatz jetzt so sinnvoll war, sei mal dahingestellt. Also noch schön Karawane. Mit ihm jetzt hier 1, 2, 3 und dann den Siedler schon mal ausgepackt. Wenn das geht, jawohl, das geht. Und hier drauf. Und dann haben wir hier dieses Feld und das gefällt mir schon ganz gut. Ich bin mit dem Streitwagen jetzt hier immer auf dem Fluss lang gelaufen. Warum, liebe Freunde? Weil in irgendeinem Civ-Spiel, ich glaube so bei Revolution, ist man auf dem Fluss ein bisschen schneller. Ach ja, aber hier nicht. Genau, der hat hier bewässert, um das Feld daneben dann mal zu bewässern. So. Ach, die Symmetrie ist wiederhergestellt. Ich bin begeistert. Aber noch begeisterter wäre ich, wenn wir jetzt endlich mal hier noch Leute entdecken würden. Also nochmal hier ein Segelboot gebaut. Das Ganze mal ein bisschen forciert. Ninive, den Streitwagen hier mal aktivieren. Und, oh Mann, Kisch so unbewacht, das macht mir schon ein bisschen Angst. Aber die Phalanx dürfte nächste Runde fertig sein, von daher. Ruhig Blut, Lumi, ruhig Blut, nichts passiert. Keine Barbaren, alles läuft wunderbar. So, der geht jetzt mal wieder nach Ashur, da wo er ursprünglich mal hergekommen ist. Und wird dort noch ein wenig siedeln. Mit ihm bauen wir hier eine Stadt. 2-1 Risiko, Nippur wird gebaut. Ja, die Hütten sehen wirklich schon gar nicht so verkehrt aus. Und gleich mal eine Phalanx, 10 Runden. Naja, noch ist der Streitwagen ja auch in der Nähe.
Von daher ist da noch so eine kleine Absicherung zumindest vorhanden. So, mit dem Streitwagen gehen wir jetzt hier mal nach Aschur baut, glaube ich, jawohl, Aschur baut ein Boot, also ja, die automatische Wegfunktion funktioniert in diesem Spiel jetzt nicht so prächtig. Nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Elippi baut auch Karawane und baut jetzt auch nochmal ein Segelboot. Hier mal ein bisschen was entdecken und in Memphis dann nochmal ruhig einen Streitwagen und dann später noch einen Siedler. Mit der Karawane geht es jetzt nach Babylon. Babylon baut immer noch an den Pyramiden rum. Das alles nur für einen läppischen Regierungswechsel. Ja, könnte man wahrscheinlich auch einfacher haben. So, jetzt gehen wir mal nur abschnittsweise. Vielleicht kriegt er das besser hin. Und er benutzt natürlich auch nicht das schöne Straßennetz, was wir hier errichtet haben, sondern daddelt da mitten durch die Walachei, durch den Wald. Na klar, logisch. Warum auch nicht? Warum Straßen benutzen, wenn man durch den dunklen Wald kann? Gerade so als unbefestigte Karawane, die sich gegen niemanden wehren kann. Mann, 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 KI, KI. Das kam dann später erst. Ja, hier würde ich sagen, noch ein paar Siedler. Erstens können wir hier noch ein bisschen siedeln und zweitens wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn man so guckt, die grünen Punkte hier. Hier wäre noch ein bisschen Luft. Hier wäre auf jeden Fall noch Luft für eine Stadt. Da zum Beispiel hier drauf. Warum nicht? Und weitere Optionen wären aber hier unten auf jeden Fall noch. Also hier könnte ich mir gut vorstellen zum Beispiel. Das machen wir mal gleich als nächstes. Zack, da noch eine Stadt hin. Und hier, weiß ich nicht. Ich habe ein Herz für Tiere und auch für Seerobben. Ich bin gegen das Jagen von Seerobben. Möchte ich nicht. Mit ihm wollten wir doch hier eine Stadt auch noch gründen. Nämlich hier. Ja, vorher hier nochmal bewässern. Und dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Folge hier von Civilization, also da nehmen wir uns auf jeden Fall mal die Dörfer zu Gemüte und hoffen, dass wir mal noch irgendwie eine fremde Zivilisation entdecken. Und vor allen Dingen dann auch in die Demokratie vorstoßen, denn Demokratie bringt uns, glaube ich, nochmal so einen Nahrungsmittelbonus und einen Nahrungsmittelschub und dadurch ein Wachstumsschub unserer Städte und das wird auch nochmal ganz interessant. Also auf jeden Fall dranbleiben und die nächste Folge wieder angucken. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr tatsächlich diese Folge hier bis zum Schluss geschaut habt, mein Respekt dafür und deswegen jetzt noch an dich ein Aufruf zum Abonnieren meines Kanals. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Illumi.